ThinThread war ein Programm, das die Anschläge vom 11. September mit Sicherheit verhindert hätte. Dieses Programm war der Schlüssel zu allem. Dennoch kam ThinThread nie zum Einsatz. Stoff für einen Polit-Thriller. Was soll ich sagen? Es ist eine unglaubliche Geschichte. Aber sie ist wahr. In seinem Dokumentarfilm A Good American erzählt der Österreicher Friedrich Moser die unvorstellbare Geschichte von Bill Binney, dem ehemaligen technischen Direktor der NSA. Schon beim Militär zeigt sich Binneys mathematisches Genie. Wo andere Menschen nur Zeichen sehen, erkennt er Strukturen. Im Funkverkehr entdeckt er wiederkehrende Muster. Wenn die Sowjets eine Aktion vorbereiten, ändern sich die Muster. Obwohl Binney kein Wort Russisch versteht, kann er sowjetische Militäroperationen voraussagen. Binney hat es derartig gut ausgearbeitet, diese Analyse, dass er zum Beispiel die Invasion in Afghanistan 1979 zwei Wochen im Voraus vorhersagen konnte. Und er hat sich nur um eine Stunde geirrt. Damit revolutioniert er das Warnsystem der amerikanischen Armee. Es gab genau 5 echte Warnhinweise. 5, das war alles. Nur 5 Warnhinweise. Ich meine, wir hatten an die 100 auf unserer Liste. Doch die waren völlig bedeutungslos. Die echten 5 Warnhinweise waren nicht einmal auf der Liste. Die NSA wird aufmerksam auf das Genie. Binney wird ihr bester Datenanalyst. Als erster arbeitet er mit dem, was man heute Metadaten nennt. Der Inhalt eines Telefongesprächs spielt keine Rolle. Binney muss nur wissen, wer, wie oft, mit wem spricht. Die Welt ein Beziehungsgeflecht zwischen Menschen. Revolutionär. 1993, der erste große Anschlag des internationalen Terrorismus. Eine Explosion im Garagentrakt des World Trade Centers in New York hat bis jetzt 3 Todesopfer gefordert. Der erste Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 1993 war ein Weckruf für alle hinsichtlich der Terrorgefahr. Binneys Team besteht aus 6 Leuten. Über die Jahre perfektionieren sie ihr Programm und nennen es ThinThread. Dünner Faden. Wir stellten Beziehungen zwischen Milliarden von Menschen her. Wir reden hier von hunderten Milliarden von Interaktionen. Es wurde uns klar, dass wir das mächtigste Analysetool bauten, das je entwickelt worden war. In faszinierenden Grafiken zeigt der Film, wie ThinThread funktioniert. Binney ist es wichtig, dass alle Inhalte von E-Mails und Telefonaten verschlüsselt werden. Das wäre ohnehin nur Datenballast. Weil ThinThread nur mit Metadaten arbeitet, ist es schneller, präziser und effektiver als Massenüberwachung. Wir wissen, dass derzeit die NSA und die anderen Dienste ein Jahr hinten nach sind bei der Analyse der Daten, die sie sammeln, weil sie alles sammeln. Das heißt aber auch, jeder Terrorist kriegt ein Jahr. Binneys Programm war schneller und billiger, dennoch stoppt die NSA ThinThread. 3 Wochen vor 9/11. Verantwortlich Maureen Baginski, Nummer 3 der NSA. Am 20. August 2001 rief mich Maureen Baginski an und fragte, ob sie mich und Bill Binney um 16.30 Uhr in ihrem Büro sprechen könnte. Bill und ich gingen also in ihr Büro. Und es war in diesem Meeting, dass sie uns mitteilte, dass sie ThinThread beenden würde. Sie sagte, sie hätte diese Entscheidung getroffen, weil es darum ging, entweder 6 Leute unglücklich zu machen oder beinahe 500. Stattdessen setzt die NSA auf ein Programm namens Trailblazer, ein riesiger Datenstaubsauger. Der Auftrag geht an eine freie Firma, SAIC. Als Bill von SAIC, wo er Vizepräsident gewesen war, herübergekommen war, brachte er im nächsten Frühjahr einen weiteren Vizepräsidenten von SAIC herein. Und das war Sam Wisner. Und wer erhielt den Vertrag zur Entwicklung von Trailblazer? SAIC. Wo ist der Haken in dieser Geschichte?
SAIC war eine private Firma, die im Grunde aus ehemaligen NSA-Leuten bestand. NSA-Mitarbeiter quittieren den Dienst und wandern sofort weiter zu einer Firma wie SAIC. Dort verwenden sie dann ihre Kontakte in der NSA, um Verträge für die SAIC an Land zu ziehen. Mosers Film enthüllt, wie Korruption und Gier die Entscheidungen der NSA beeinflussten. Mit verheerenden Folgen. Bei 9/11 gab es einen Testlauf nach 9/11. Ein halbes Jahr später, wo die Einstellungen von vor 9/11 hergenommen wurden. Und man versucht hat, herauszufinden, was das Programm herausfinden hätte können, wäre es benutzt worden. Der Testlauf wurde eingeschaltet und es tauchten sofort die Namen, die Bewegungen, die Ziele auf dem Bildschirm auf. Das heißt, 9/11 wäre absolut verhinderbar gewesen. Wir begannen, die Belegschaft abzuklappern. Ich begleitete Maureen Baginski. Die Leute waren tief getroffen. Sie fragten sie, was werden sie machen? Und ich erinnere mich noch, wie sie sagte, 9/11 ist ein Geschenk an die NSA. Wir werden jetzt alles Geld bekommen, das wir brauchen, und noch mehr. Bill Binney hat die NSA verlassen, aus Protest. Seitdem zügellose Massenüberwachung, weltweit. A Good American ist so grandios wie schockierend, denn er erzählt vom Versagen der Geheimdienste und der Bedrohung der Demokratie, einer der wichtigsten Filme des Jahres.